Schön, dass ihr wieder da seid. Hauptsache einer hat ihr Spaß. Der hat ja den Namen. Nichtsdestotrotz. Ich finde sowas gut wie bei der Dunkle Turm, so dieses Roland-Ding, dass das ein untypischer Name ist für jemand Heroischen, wo man es nicht erwartet, der aber eine gewisse Würde ausstrahlt. Und jetzt kommst du. Aber auch in dieser Liste stand der Name Wilbald. Und der Name Wilbald ist so geil, ja, weil du kannst dich nennen Wilbald sterben. Wilbald bumsen. Wilbald studieren. Willst du Nachnamen haben? Also Wilbald meucheln? Wollen wir es in Any Percent Speedrun machen, wo wir es in 33 Minuten schaffen? Oder es gibt dann auch noch 41 Minuten. Wir nehmen den mit einer Stunde und 10, alle Bosse. Nicht so einen hässlichen Mann, nimm mal irgendwas Schönes. Das Aussehen ändern wir als letztes, aber weil das hier im letzten Minute. Haben sich deine Eltern auch gedacht, dann waren die Punkte weg. Ja, genau, es ist mir ein bisschen zu Julian Bam irgendwie. Wir müssen irgendwas. Wollen wir ihn Julian Bam nennen? Und dann können wir die Videos auch immer sagen: Julian Bam macht das, Julian Bam nennen, und dann kriegen wir Klicks. Das ist eine super Idee, Alter. Können wir das nicht noch schnell machen? Wir nennen ihn Julian Bam, Unge. Gronkowitsch. Ja, Gronkowitsch. Julian Bam, Unge Gronkowitsch. Ausweichen. Ja, ich glaube, ausweichen ist. Oh, Scheiße. Nein, 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 nein! Hat er das Halbmondgras direkt weggefressen? Ja, ich hab's dumm gemacht. Das hat dir die Mutter extra mitgegeben. Das sollte reichen für die ganze Reise. Tschüss. Das ganze Energieleichtchen weggelutscht. Bolzen, Pfeil und Bogen haben wir nicht. Dafür sind wir Magier. Ja, deinen Blick habe ich schon richtig deutlich. KS, das Kleinkönigsberühm. Das klingt falsch. Wer levelt mich ab? So. So eine schwarzhaarige Tussi wollte ich sagen. Eine schwarzhaarige Dame, wo ist sie? Die hier irgendwo die rumsteht. Selbst die Upgrade-Olle läuft dann irgendwie die überall Upgrade rum. Upgrade-Olle. Es ist halt, ich bin auch ein ganz furchtbarer Backseat-Gamer. Backseat-Gamer. Ich meine, also alles in mir will hier eigentlich runterspringen. Aber es ist natürlich Quatsch, oder? Da sterbe ich. Da ist sogar so ein fetter Blutfleck schon. Nee, dann nicht. Sucht ihr noch das Monument? Ach, das Monument, so heißt der. Wer das Monument nicht kennt, hat das Monument verpennt. Ey, die lehmen Typen sind aber auch wirklich nicht schwer. Mega lehm. Ja, komm, jetzt ist halt wirklich weg. Nee, ich versuch's jetzt. Lass mich doch mal machen, bitte, Nils. Lass mich noch einmal machen. Einmal probieren. Nein, nein, nein. Okay, du machst. Ja, okay, komm. Jetzt machst du. Okay, aber dann geh ich jetzt aufs Klo. Nein, du bleibst bei mir. Wir machen trinken hier 200 Liter Kaffee. Simon, ich will, dass du hier bleibst. Oh, Nils. Das dauert jetzt bei dir so lange. Verstehst du nicht? In der Zeit könnte ich kacken und ein Gedicht schreiben, in der du jetzt diese drei Gegner. Aber wir sind ein Team und Kumpels und alles. Ich will, dass wir jetzt das zusammen machen. Dieser nächste Abschnitt ist geprägt von Überraschungsangriffen aus dem Ostbereich dieses Areals. Bitte seien Sie hier vorsichtig, bitte! Ziehen Sie einmal in Betracht, eine Rückwärtsrolle anzusetzen. Oh shit, und ich renne! Wie renne ich mehr? Mit X? Nee, wie renne ich noch mehr? Du hast nicht den Rapier, ne, sondern nur den Zauberstab. Danke für den Tipp. Hallo, ich möchte gerne mit Ihnen kämpfen. Ich möchte eine Kohle kaufen. Na, dann muss ich aber, ich hab ihm eine Chance gegeben, sich umzudrehen. Der will nicht, ne? Nee, der ist einfach auch mega lame. Ich stehe original mitten in seiner Wohnung. Der hat keinen Bock mehr. Der interessiert ihn einfach nicht. Du sagst so, ey, ich habe jetzt irgendwie so 100 Millionen Mal stehe ich in dieser Ecke und Typen kommen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, sagt er sich. Simon Kretschmer hat sich gerade hervorgetan als der beste Dark Demon's Souls Spieler. Nein. Zumindest. Nicht mal auf diesem Sofa, Nils. Aber auf der rechten Seite des Sofas. Was macht man eigentlich, wenn man irgendwann gar kein Gras mehr hat? Ich weiß es nicht. Was macht man denn in so einem Fall? Ich war noch nie so weit. Flammy, flammy, flammy. It's so funny. In the Dark Souls world. Diddly-diddly-dee. Da! Nicht erwischt, dumme Sau! Bam! Nils, in dein Gesicht! Weniger Bullen! Spratz! Spratz, ausgewichen. Alter, und jetzt schieß doch mal auf meine Scheiße! Warum warst du denn abvisiert, du dumme... Dumme Nudelwurst! Doppelspratz! Er hat einen Doppelspratz gesetzt! Ah, immer da. Hey. Hör mal auf mit Nio. Warum darf ich das denn nicht? Weil, das ist so, als wenn du eine Freundin hast und redest die ganze Zeit von der Ex. Ich versuch doch nur zu vergleichen. Also, aber meine Ex oder das eine ist schnell, das andere ist halt behäbig. Nice! Das hast du gut gemacht. Das war ein ganz fantastischer, ganz wunderbarer Leistung. Ganz kurz nur, ganz kurz. Aber ich habe beim letzten Mal, als ich gerollt habe, bin ich halt über den Abgrund. Und das ist halt hier so eng alles, dass Entschuldigung, wie so ein Kiffergespräch. Das letzte Mal, als ich gerollt habe, bin ich über den Abgrund.
Roll du besser. Roll du mal einen ein. Ich roll noch schnell durch Kisten hier durch und dann. Jetzt müssen wir neue Kisten kaufen. Oh, so ein Ärger. Ich hoffe, Josh McCray dann. So, bis gleich. Also, wenn ich da mal Kritik üben darf, ist nicht unbedingt die beste Stelle für einen Shop. Okay. Wo ist denn dein Laden? Ah, direkt in der Mitte, drittes Untergeschoss, Teil der Schändung, direkt zwischen den 4 Monstern und den 28 anderen Monstern. Nein, Alter, ich wusste, dass das aus dem passiert. Fehler. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Verzeihung, Verzeihung. Kommt jetzt. Oh, oh. Kommt jetzt runter. Aber deine Preise waren wirklich auch mega dumm. Komm, 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 komm. Gönne dem jetzt keinen deine fairen Kampf. Deine Mutter ist so schön. Deine Mutter will ich sehen. Deine Mutter ist Teil der Klumpi. Schändung, die Königin. Hallo. Ja. Ich dachte, wenn eine Sekunde. Moment, dein Gesicht geil. 26. Na, mein Freund, jetzt mal nicht schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. So, jetzt kann ich mich denen wieder widmen. So, wir waren bei irgendwas stehen geblieben. Was war das noch? Ah ja, ich wollte euch töten! Da kommen genau. Ein, mal wie die mal einmarschiert kommen. Der wird nie wieder gefunden. Der fällt. Bis in alle Ewigkeit. Und er fällt bis in alle Ewigkeit. Er fällt, weil ihn keiner hält. Ihr habt gedacht, ihr seid uns los, aber wir sind wieder kommen da. Und jetzt gibt's Fratzengeballer. Wir haben nämlich gemerkt, da drüben ist es richtig schwer. Ja. Deswegen sind wir jetzt wieder hier bei euch, Kindergärtnern. Wie kann man sich, kann man in die Hocke? Nee. Ach komm, jetzt schau doch mal. Warum isst du denn schon wieder irgendwas? Ich wollte es nicht, ich hab einfach krass, ich dachte Hocke ausprobieren. Und dann, Sichelmond, tut mir leid. Da fliegt auch da der Drache. Da ist der Drache, Dirk, der Drache. Geil. Er wurde ja früher gehänselt im Nest. Ich will dir fressen. Er war der kleinste Drache im Nest. Und seine größeren Brüder, die haben ihn dann immer geärgert. Die waren dann schnell in der Pubertät, er war noch ganz klein. Aber die sind schon gefallen, die Er durfte Drachen. Auch als Kind nie mit Drachen spielen? Ja. Also. Guck mal jetzt. Komm her, Wolf. Der Mensch ist dem Wolf ein Mensch. Darauf einen Tee. Darauf einen Tee, den genehmige ich mir. Oh Gott, ich bin einer der Dümmste. Das schneiden wir nicht rein. Alter, ist das sein Schlappen nur? Boah, er ist einfach verdammt groß. Oh, Scheiße. Der hat ein Haushaltsschild. Und noch ein dicker Zauberer auch noch rum. Ja, natürlich. Und 18 Archer auf den Zinnen. Und wir haben aber Halbmondgras! Alter, hau bloß ab. Der Dämon wurde vernichtet! Easy, Mann. Hallo, Ede. Hallo, Ede, du bist mitten live in Demon's Souls, unserem Hardcore-Format hier auf Rocket Beans. Nein, auf gar keinen Fall. Kannst du aufhören, während unseres Knall durchgenommen ist, zu essen, Ede? Das ist der Ede, er muss immer essen, bei jedem Let's Play. Wir haben immerhin einen gelegt. Den großen Turmritter hier haben wir gelegt. Oh, immer schön hinten auf die Achillesferse. Ne? Ja, genau so haben wir es gemacht. Genau so haben wir es gemacht. Wir sind in den Nahkampf reingegangen und haben ihn richtig niedergeprügelt. Achso, ihr habt einfach von oben Small Arrows auf. Nein. Guck dir das an. Du wirst überrascht sein. Ich bin gleich tot. Oh, Nils ist gleich tot. Ich muss auflegen. Tschüss, danke. Nee. Das erinnert mich an das Alien aus Meine Stiefmutter ist ein Alien. Mich erinnert es an ein totes Gewürm aus Tote Gewürmer Teil 1. Total Gewürmer. Das sah ein bisschen obszön aus. Das in der Tat. Also ich war, ja. Herr Doktor, ich habe dein biologisches Problem. Es ist doch hoffentlich nur eine Kleinigkeit. Nein. Doktor. Sie wären überrascht. Mhm. Was liegt bei dir die Seele jetzt davor? Das ist doch einfach nur unfair. Ich muss reinlaufen, bei dir liegt die einen Meter vor der Ding. Ja. Nee, jetzt mal im Ernst, das ist doch scheiße. Ja, das freut dich doch für uns. Freut euch auf die nächste Runde. Simon sitzt einfach nur rum und Nils spielt Demon's Souls. Gleich, nach der Werbung. Schlag. Ja. Aber ein Dämon wurde vernichtet. Oh, er hat mich schon gebumst, ja. Hallo, Herr Drache. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, sieht ihr mich nicht, oder was? Hallo, du hast doch... Wie viele Augen hast du? 8?
Hat der da vorne, ist das ein Piercing oder ist das sein, das ist das wirklich sein Haken nein, vorne? Nein, das ist ja, wie will der denn irgendwas? Wie will der jemanden küssen? Wie will denn der zum Beispiel bei der Bushaltestelle, wie will denn der da ganz nah rangehen, um die Abfahrtzeiten zu lesen? Das geht gar nicht mit diesem Haken vorne. Ja, der zerkratzt dann immer die Scheibe, das sieht man oft an Bahnhöfen, oft so unten die zerkratzte Scheibe. Bitte nicht so nah mit dem Gesicht an die Scheibe, steht da noch überall in Drachen City. Und es gibt extra für Drachen so ein Loch immer unter dem Fahrplan. In der Halle des Drachengottes befindet sich eine leichte Streckensperrung. Oh, hier ist dieselbe Scheiße. Was ist jetzt los? Nein, komm, bitte nicht, bitte nicht. Oh nee, nicht da jetzt reingeglitscht. Der geht kaputt. Ah. Man kann das kaputt hauen einfach. Scheiße, gehen die wir auch kaputt. Wir sind ja so dumm. Er sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Er sieht mich nicht. Und deshalb kriegt er jetzt eine Harpune in den Arsch. Du Pimmelgesichtiges! Ich wusste, dass es passiert! Ich wusste exakt, dass es passiert! Und ich hab gedacht, ich schaff's! Ich wusste auch, dass es passiert. Ich wusste, dass es passiert! Wo bist du denn gestorben? Weiter oben oder unten? Nee, beim Drachen. Direkt am Anfang wieder. Ja, ich war schon am zweiten Katapult. Hey, immerhin. Und dann bin ich an der Bananenschale ausgerutscht. Ah, und runtergestürzt. Runtergeplumpst und musste dann anfangen. Aber ich hatte ihn eigentlich im Prinzip schon. Hi, willkommen zu Butterbrezel TV, der Sendung, die Butterbrezel testet, indem sie isst. Er ist sauer, ich meditiere. Lass uns bitte nicht sterben. Achtung. Finisher, du Bitch! Hat doch noch einen. Achtung, jetzt kommt aber der Finisher. Yes! Victory! Der sieht mich nicht. Der hat mich gesehen. Der war beschäftigt mit Gala lesen. Oh. Ey, wir haben uns auf jeden Fall heute richtig Mühe gegeben, euch eine gute Leistung abzugeben. Aber man steckt nicht drin. Manchmal ist man HSV, es ist einfach so. Manchmal ist man HSV. Ich habe es unterschätzt. Ich dachte, mein Mantel ist feuerfest. Aber offensichtlich ist er aus irgendwas, was brennt. Liebe. Mein Mantel ist aus Liebe. Da kommt er. Jetzt läuft er ins Feuer. Das ist scheiß Timing jedes Mal. Du schlägst zweimal. Und dann bist du in der Cooldown-Phase, dann kommt der Angriff von dem zweiten, dann bist du gestunt, dann ist der erste, der nur noch so ein Fitzel Energie hat, wieder da, dann beißt er dich, dann bist du wieder gestunt. Diese Scheiße! Ich habe eine geile Idee. Tschüss. Ey, hoffentlich klappt das mit dem Fireball, ich würde es hier so feiern. Dann möchte ich ein T-Shirt mit dem Fireball haben. Aber Fireball schreibt sich auch F-E-I-E-R. Wie der auch geht, ey. Wie gehst du denn, du? Wie so ein Lude. Ey, wie gehst du überhaupt? Zeig dich. Wie gehst du überhaupt? Gib ihm mal in den Rücken rein. Bums ihn weg. Jetzt komm. Komm. Komm, Digi, komm. Wir haben da was für dich. Fette Sau, machen Sie Platz. Da, jetzt da runter. Ich würde an ihm vorbeigehen. Nicht runterspringen, weil das schaffst du schon. Weil, um sicher zu gehen, dass er kommt. An dem Feuerball vorbei, dachte ich. Was heißt an dem Feuerball vorbei? Ja, nicht runterspringen, sondern an dem Feuerball vorbei, um sicher zu gehen, dass er hinterherkommt. Okay, dann geh jetzt das. Es ist so zum Kotzen. Das kannst du dir nicht ausdenken, die Scheiße, echt. Ich glaube, du bist häufiger da runtergefallen als verbrannt. Zweimal runtergefallen, einmal verbrannt. Das ist korrekt. Statistisch gesehen der deutlich sichere Weg. Kein Problem für meine Geschwindigkeit. Super guter Typ. Nils Bohmhoff hat den Rollmops inhaliert. Nils. Aus Versehen angewählt. Warum? Ist doch kein Problem. Ich möchte gerne, dass der Zuschauer das Gefühl hat, ich könnte theoretisch auch verlieren. Dam, die Dam, die Dam, die Dam. Da läuft da rum der Harlekin. Rechts, links, rechts, links. Immer geradeaus. Ah, jetzt läuft er schneller. Hups, jetzt joggt er. An die Pfeile. Simon. Okay, warte mal. Okay, vielleicht ist das ja auch geil. Wo kommen wir hier wieder hoch? Oh Gott, wir kommen überhaupt nicht. Wir können nur die Zinnen weiterlaufen. Nee. Was? Nee, hä? Doch, Mann, wir können nur hier. What? Nee, was? Wie? Nee. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Ich glaube nicht, dass es passiert ist. Ich glaube, wir bilden uns das alle ein. Es fühlt jetzt? Sich nie. Jetzt? Alter, er will nicht brennen. Der Florentin hat immer gesagt, Häuser und Harlekine können nicht brennen. Ja. Und jetzt erwische ich ihn nicht, weil er in dieser Ecke ist. Ah!
Ne! Ne! Ja! Er brennt! Es gibt doch eine Reichweite, oder? In Demon's Souls. Und bei Rocket Beans nicht. Die Rocky-Treppe, ne? Vielleicht kämpfen wir jetzt gegen riesige Schweinehälfte. Das wäre mal ganz geil. Das sind halt Nagetiere. Der Wolf ist ein Nagetier. Die haben dich angesprungen und an dir rumgenagt. Das nagt jetzt an dir. Woran nagt's denn jetzt? Klar, der wiegt bestimmt auch eine Menge. Entschuldigung, ich habe ihre Ausrüstung zerstört. Weißt du, beste Duo, die beste Serie auf Rocket Beans. Man könnte. Der Teil. Aber ich jetzt ein bisschen. Der ist auf dem Rave. Ja, der legt auf. Man kann unter seine Hände einen DJ-Pult machen und der macht DJ. Kann man das mal photoshoppen, bitte? Unter seine Hände so ein schönes. Die dancen, ja, genau. Ja, eine kann es gar nicht glauben, wie. Und die Katze. Der Beat drop. Ja, wirklich. Super Party. Jetzt gib ihm. Und unser Heini hat überlebt. Oh, zum Glück. Oh Gott. Abwählen. Oh, Leiche untersuchen. Siehst du, der hatte was dabei. Ja, aber was? Wir werden sie erfahren, weil du es einfach immer wegdrückst. Okay, ich werde wirklich. Mann. Da drückt er es wieder weg. Gorilla-Glasscherbe. Es war keine Gorilla-Glasscherbe. Es war eine Quecksilber-Glasscherbe. Gorilla-Glasscherbe. Aber vielleicht war es auch Gorilla-Glas. Ist das Hintergrundmusik oder haben sie irgendwo wirklich eine Opernsängerin eingekerkert? Das ist ganz geil. Klar. Kostet 3107 Mark. Hä, hey, kostet 50.000? Hä? Hat der eben auch schon 50.000 gekostet? Nee. Der hat eben 3.000 gekostet. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Das ist wie bei früher hier bei Jörg Träger. Tor 1, 2 oder 3. Ja. In Tor 2 befindet sich ein halb verwester Gefangener mit einem kleinen Messerchen. So, hier ist jetzt meine Butterbrezel. Das kann doch nicht sein. Das sind unsere alten Seelen. Ah, ja, Seelen, die alten Seelen, die ich da liegen gelassen habe. Da sind sie. Die sind nur noch gut. Und wenn nicht, dann hat das Spiel uns halt hinterrücks ganz schön asozial gefistet. Und dann ist es nicht unsere Schuld. Es ist nicht die Schuld des Gefisteten, sondern die Schuld des Fisters. Die Faust, genau. Ein Hindernis. What? Oh shit. Ich bin zum fucking Boss aus Versehen gekommen. Oh shit. Gegen meinen ausdrücklichen Wunsch. Mach mal ein bisschen lauter. Bin ich zu einem Boss gekommen. Vielleicht ist jetzt zur Abwechslung auch mal nett. Vier Arme, die ist nicht nett. Niemand mit mehr als zwei Armen ist nett. Ich habe mich über Tee informiert. Hast eine neue These? Wenn du nicht jeden Unschuldigen erledigst, wird es dir irgendwann von hinten zu viel. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wie so eine S-Bahn. Aussteigen bitte. Großer Turm. Station 1. Das war mir schon viel zu sicher. Hätte doch eigentlich schon längst was angreifen müssen. Ja. Das war eine. Mach was? Steinscherbe, ja, das war eine Steinscherbe irgendwas. Das ist wirklich unfassbar. Oh! Kein Problem, Simon. Warum ist denn so schreckhaft? Doch eine solche Seuche. Oh, mehr habe ich noch nicht mehr ausgedacht. Die Gebräuche solcher Seuche sind von Dieben aus dem Strolche. Sträuchdieb. Ich weiß nicht, ich habe nichts mehr. Ich muss mich konzentrieren. Nein, weil ich gerade überlegt habe, ob es eine Demon's Souls-Variante von George McCrade gibt. Also jemand, der Vasen, so ein Römer, der ganz viele Vasen verkauft, der halt ein Lagerhaus voller Vasen hat. Und der dann auch immer, der die auch so zerbrechlich macht vielleicht. Ja, es ist aber kein Amerikaner, es ist ein Russe, der heißt Vasili Vase. Vasili. Das ist halt, die Orientierung im Moor. Nicht umsonst heißt es ja auch im Moor, wo ich mich verlor. Ja, in dem Moment hat, glaube ich, das den Satz angefangen, bevor das Wortspiel zu Ende war. Wie immer. Ist okay, es ist gesundes Selbstvertrauen. Hopp. Du weißt ganz genau, was du gerade getan hast. Guck mal, wie die ganzen Schwänze da rum. Schwänzeln. Die Schwänze, wenn Schwänze tänzeln. Schlawenzeln. Okay. Aber wenn man den jetzt tötete, hätte man darauf laufen können. Aber das machen wir jetzt nicht. Es sei denn, ja, wer weiß, vielleicht sagen die Leute in den Comments, seid ihr doof? Da oben gibt es doch den sagenumwobenen Schniesel-Schnasel. Schnuselstiel. Der Schnuselstiel. Ja. Der +4 auf
Schnüren. Schnürt, ja. Flüchtigkeitsfehler sind es. Es sind einfach Flüchtigkeitsfehler, Simon. Der Skill ist ja überragend, aber wir sind einfach zu dumm. Ach, ich habe auch noch eine Butterbrezel. Wie, du hast echt noch was zu essen? Oh, geil. Fahrstuhl kommt, geil. Rauf da jetzt. Fahrstuhl kommt. Simon! Das ist der dumme Lock-on. Weißt du, wie wir auch unseren Charakter hätten nennen können? Uwe Seeler. Ja. Ich rush da jetzt durch. Ich zerficke alles auf meinem Weg. Ich zerficke alles, Simon. Ich zerficke alles. Ich zerficke jetzt alles. Mann! So ein Quatsch, ne? Voll der Stau. Das ist halt echt. Stau auf Turm 3. Vier Gargoyles sind ineinander verwickelt. Bitte umfahren Sie weiträumig. Shortcuts, wenn schön. Super, Shortcuts, wenn schön. Wenn ich quasi jetzt all die Arbeit ja umgehen könnte, indem ich mich mit so einer Rasierklinge so ganz leicht cutte, ich glaube, das würde ich machen. Hässliche Drecksmagie. Go, go, Nils Baumhoff. Da, 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 da. Muss ich noch irgendwas machen? Yes! Mann! Ist das geil! Ede, siehst du uns? Guck mal, ich kann jetzt immer so mit der Kamera um ihn rumfahren. Oh, sieht geil so aus, ja. Ich muss ein bisschen langsamer vielleicht. Das ein bisschen. Ich, das sind meine Seelen. So. Guckt euch das an. Pam, wie ich die so... Pam, und noch eine, Pam, und noch eine, Pam. Das ist ganz schön prollig, ne, wie er so in der Mitte steht. Ja, und seine ganzen Poserartig. Guck mal, ich höre gar nicht mehr auf mit meinen Seelen. Seht ihr das? Oh, und alle schon so. Seht ihr meine Seelen? Das ist schon wieder mal der Willbald, ey. Hat hier seine unbekannten Seelen, nur weil er den Level nicht geschafft hat. Ja, und jetzt macht er hier wieder einen auf wichtig. Man macht einen auf Poser, ey. Boom. Bei der Macht von... Ach, oh, scheiße, geht nicht. Bei der Macht von... Ach, oh, scheiße, geht nicht. Ich esse jetzt meine Butterbrezel. Oh Mann, jetzt fängt er schon wieder mit der Brezel an. So. Ich habe auch Hunger. Irgendwann im Laufe der Folge ist Tradition... Bei Demon's Souls ist einmal eine Folge, holt Nils seine Butterbrezel raus und da freuen Leute sich richtig drauf. Da sagen die, oh, jetzt holt sich Nils die Butterbrezel. Das fühlt sich an wie so ein Bauarbeiter, der einfach mal Pause macht. So. Willst du? Und dann entsprechend Energie. Butterbrezel? Ja. Vielleicht kann auch Pirat werden, nennt sich dann Argoyle. Das G ist stumm. Man muss auch nicht jeden mitnehmen, Nils. Gargoyle, was willst du tun? Wenn ich den Feuerball auf dich schieß, positiv, positiv, denke immer positiv, positiv, positiv. Ja, das macht uns großen Spaß. Nein. Ein Simon Kretschmer macht den Fehler vielleicht 7-mal, vielleicht sogar 8-mal, aber ein 9. Mal. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Simon, wählen Sie Simon Kretschmer. Für Perfektion. Da kommt er mit seiner Laterne und meine Laterne mit dir. Von oben leuchten die Sterne und von unten leuchten wir. Nein! Du lebst aber noch. Hören Sie du auf lebst zu noch. Saugen! Du lebst noch. Nein, ich habe Ihnen das nicht erlaubt. Nein heißt nein. Ah! Yes! Oh. Nice! Oh, du geiler Typ! Endlich, ey. Genau, das hier ist Willbald. Ihr kennt ihn vielleicht aus so zahlreichen Episoden wie Willbald ist tot, 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 Willbald ist tot und so weiter und so fort. Hello again. Ich sag einfach Hello again. Geht doch dann so weiter, oder? Oh, ich möchte dich heute noch sehen. Ja, ja, irgendwie so. Da, wo alles begann. Woo. Ja. Oh, ist so schön. Ich weiß nicht. Nein, aber es ist etwas, weil du hast, glaube ich, tatsächlich den richtigen Instinkt gehabt und nicht den falschen Instinkt. Weil, und jetzt kommt ein Spoiler. Such schon mal, google schon mal Halleluja ja. Auf YouTube. Halleluja. Halleluja. Simon hat recht. Halleluja. Hört es, Leute? Halleluja. Simon hat recht. Ja, gehabt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob... Oh mein Gott, mein Herz. Lifted. We can be lifted. Lifted. Markus Lanze. Okay, hey. Und auch wenn ich jetzt gestorben wäre, ne, wäre es schon auch ein bisschen du schuld gewesen. Ja, das stimmt. Der Gag war zu gut, der war teuflisch gut, todesgut. Die waren nicht schwer,
Aber die. Oh nein! Oh nein! Ich bin so ein geiler Typ, ey. Also, wenn diese Typen da offensichtlich alle am Loch sind, ne? Dann könnte man die eigentlich auch Lochis nennen. Ich würde einen Feuerball reinwemsen. Ja, das war wichtig, dass die Tür einmal gecheckt wird, ob die auch brennt. Weil dann hätten wir jetzt nämlich einen Feuerlöscher aufstellen müssen wegen Brandschutz. Sogenannte Florentin. Ein sogenanntes Florentin. Das Florentin-Gesetz. Untersuchen, stopp, zurück. Ach, du immer mit deinen Leichen untersuchen, ne? Du bist so ein Leichenfetischist. Ja, nämlich eine geile Hartstein oder whatever, Marienkäfer. Ja. Was anderes wäre hart, wenn du die Leichen untersuchst. Aber du hast ihn! Oh Mann, du stirbst fast! Nimm irgendwas! Ja, alles gut. Was war das? Da oben, siehst du die beiden? Ja. Nee, was ist das Item? Ach, scheiße, ich drück schon. Oh Gott, Nils, aber du hast mir auch schon lange nichts mehr gesagt. Die ganze letzte Folge hast du nichts gesagt darüber. Wirklich? Oh Gott, die Leute werden mich hassen. Wie lange habe ich das? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ne? Guck mal, was der für ein Moveset hat. Warum machst du dich mein Ich bin so. Oh, bin ich dumm. Warum muss ich. Oh, diese Dummheit in mir. Oh, ich schäme mich richtig. Ich schäme mich gerade richtig. Ich bin richtig rot angelaufen. Oh, ist das unangenehm. Er auch, ja. Oh Gott, einfach weggelaufen, so Bitch-Slap und weg. Aber dann müssen wir auch mal langsam wieder durch den Nebel da gehen, ne? Im nächsten Abend. Den Nebel gehen. Zu dir. Denn du bist mein Ziel, für das ich so oft fiel. He-Man hat auf jeden Fall bei den Figuren, die hatten immer die krassesten Ja, das waren Geröllklumpen. Und den kommt man so, glaube ich, also wenn man den so zusammengeklumpelt hat, dann war das so ein Klumpen. Und sonst war das halt irgendwie so ein Vieh. Die Beschreibung könnte bei der Polizei als Phantombild auch benutzt werden. Gesucht Klumpen. Diesmal wollte ich das gar nicht, sondern wollte abhauen. Alter, können wir mal bitte deinen Lebensbalken kurz mal appreciaten? Zu spät. Welchen Lebensbalken? Der ist doch voll. Leckere Items. Wolfsternscherbe. Ja, das war doch völlig unnötig gerade. Was denn? Das Wegdrücken? Ja. Könnt ihr mir bitte glauben, dass ich das nicht mache, weil ich total... Ja, ist doch schon gut. Ja, ich weiß. Es sind 1 Milliarden Items. Es interessiert mich wirklich nicht mehr, welches das 101. ist. Ja, ich weiß, man sollte ihm... Ja. Ich weiß es doch nicht. Aber ist nicht schlimm. Ich will es doch auch für dich tun. Aber mein Gehirn sagt mir ich nein. Weiß, ich akzeptiere diese Behinderung, ja. Also du sollst kommt und Parkausweis damit kriegen kannst. Ja. Der hat eine Riesenzunge. Oh, da war die... Bin ich schon tot? Nein. Ich hab doch keine 10 Finger. Quatsch, ich hab 10 Finger, aber... Ach, Klappe! Jetzt wählt er den Arm, Ich fall die Fickte, kein Mann mehr! Klappe runter! Mach einen Schlag! Weil du so dumm bist! Jetzt kann ich's ja sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr gut in diesem Spiel. Ich habe geschauspielert. All die Jahre. Doch, mach doch. Ja, ich warte, bis du den Tod hast, dann kannst du mir die Packung überreichen, dann muss ich dir nicht ins Bild laufen. Er lebt doch noch! Du bist zu krass. Der große Manta-Rochenforscher will bald Ergebnisse. Fand heute heraus, dass diese Rochen dumme Schweine sind. Scheiß auf die Leiche, scheiß auf die... Oh, ich hätte so gern gelesen, was ich da... Aber es ist auch schon spooky, ne? Du kommst hier zurück und da steht sie so Gesicht an Gesicht, so steht sie da. Wo warst du? Ach, du stirbst. Ich sterbe. Kreislauf. It's a circle of death. The circle of death. Und jetzt musst du noch einen Feuerball. Sie haben noch 3 Feuerbälle. In Kürze geht ihr Feuerballvorrat zur Neige. In 5 Metern rechts abbiegen. Wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Oh Scheiße, falscher Button. Vorzeitiger Feuererguss. Betrifft vor allen Dingen jüngere und ältere Männer. Also eigentlich alle. So. Ey, hör auf, mir an den Füßen rumzuzeln! Entschuldigung, aber das geht nicht. 78 Pfeile. Das ist viel. Eine ganze Weile schieße ich damit rum. Du bist dumm. Entschuldigung, das war mein Seelenbankier, der gesagt hat, ich soll mal wieder einen Bausparvertrag neu machen. Da ist auch noch einer. Ja, mach die mal alle. Wer weiß, was da später mit denen passiert. Die sind bestimmt noch... Ja, die können Kanzler werden und dann... Die können Kanzler werden. Und dann lassen die neue Gesetze die Seelenpfeile verbieten und Feuerbälle. Dann haben wir ein Problem. Wieso benutzt du denn dafür die Brandpfeile? Ich lasse aber auch nichts durchgehen. Nee, wirklich, Nils. Du machst mich auch ein bisschen verrückt gerade. Es ist, wie ich einfach nichts richtig machen kann. Du bist mal ein toller Vater.
Ich bin Vater! Ja! Bist du da auch so? Nee, mit dem bin ich anders. Ja, das Gefühl habe ich auch. Mit dem habe ich auch noch Hoffnung, um ehrlich zu sein. Nein! 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 Den! Da! Bumst die so weg. Deiner Seite. Es muss gebumst werden. Es wird so gebumst. Ey, die Zerbumsung wird jetzt stattfinden. Alter. Da. Zieht Angriffe von Feinden auf sich. Okay. Danke. Schnell und stark. Du kannst deinem Kumpel gleich folgen. Bitte guck mal, ob er angekommen ist. Bitte schön. Yeah! Ja, geil! Endlich ist der Level durch. Oh, ist das gut. Oh, dieses. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Feuerball! Feuerball! Lass uns normal weiterspielen und sobald wir 20.000 Seelen haben, gehen wir. Oh nein, komm, ist direkt ein Endgegner. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich bin doch gerade, ich will 1000 Seelen wollte ich doch nur holen. Komm, Jochen, komm. Da kommen zwei Jochens. Nee, dafür, dass du so ein Pfeil und Bogen Fan bist, lässt die Technik noch zu wünschen übrig. Ey, du weißt schon, dass wir Kumpels sind, ne? Oh, hat gar nicht. Doch, 200, mehr davon, mehr, ja, 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 ja. Zwei Bosse in einem Scheißteil. 6 Stunden nichts gebacken bekommen. Und jetzt kommt die Zerfistung, Mann. Zerfistung. Bam. Bam. Seelen um eine. Wir sind schon bei 15. 2. 16.000 Euro. 3. Oh. 4. Ah, ja. 5. Die ist auf jeden Fall nicht statisch, die Brücke. Und ich hätte die nicht abgenommen. Nee. In Deutschland könntest du sowas nicht bauen. Nee. Alter Schwede, guck mal hier. Ja, ich mein, du hast ungefähr eine Busladung ihrer Freunde und Familienangehörigen und sowas. Was denn, ey? Was ist eigentlich mit euch hier los, Homies? Rote Rosen aus Athen, die im Tal der Schändung stehen. Mücken, groß wie Eisbären. Können sie uns schocken, Simon? Wir werden sehen. Die Antwort wäre jetzt nein gewesen. Nein. Selbstverständlich nicht, denn wir werden sie zerstören. Aber bisher haben sie uns schon mal einmal angesaugt. Ja, und angespuckt. Man muss alles mal an sich saugen lassen, um zu gucken, ob es einem gefällt. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob es das Feine ist. Hat sie ihnen gefallen? Nee, deswegen habe ich sie ja getötet. Tschu. Wunder gibt es immer wieder. Wunder geschehen, wenn du dran glaubst. Lauf, kleiner Mann, wie man nur laufen kann. Das ist Werbung. Spielt mit meinen Portemonnaie. Geld. Eiskalt. Lässt du mein Konto. Ich gehe da jetzt hin und bumst die alle weg. Das ist mein Plan, oder? Der Bumsplan. Der wollte gar nicht so lange warten. Nee. Nein! Ich lebe noch. I'm still alive. I'm alive. Du wolltest eigentlich nur die Seele holen. Das ist. Nee, vielleicht müssen wir. Da ist noch ein Riesen. 2, 3, 4, 5, 6 Riesen! Ja. Was ist da los? Es war ein Riesenfehler offenbar. Ah, 20.000. Oh. Erstmal die Seelen holen. Jetzt kannst du machen, was du willst. Richtig viele am besten. Ja, 99 oder 100 oder. Das waren richtig viele. Das, ja. Das ist richtig so. Okay, danke. Dankeschön, tschüss. Gut, oh. Da liegt er und zappelt noch. Bye, bye. Viel Spaß mit meinen Klumpen. Tschüss. Oh, geiler Typ. So ein Kartoffeltierchen aus Lava. Und der schunkelt. Der ist betüdelt oder so. Stachel. Glüglupsch. Ist der Name dieses Tierchens. Das ist der offizielle Name. Stachelglüglupsch. Guck ihn dir an. Weil er glüht und er ist ein Glupsch. Und er hat einen Stachel, deswegen Stachelglüglupsch. Oh nein, jetzt ist es! Ich will nichts kaufen! Kapitalismus tötet. Das ist die Message. Ist auch ein China-Restaurant dahinter sein können. Hinter der Nebelwand. Das würde Nebelwandern heißen. Sagte er und erlöste sie von ihrem Leid. Doch zuvor schlug er noch dreimal in die Luft.
Schwarzes Terpentin, der neue Song von den Rammsteiner Onkels. Schwarzes Terpentin! Wie oft wir schon an dieser Stelle waren. 100.000 Mal. Sieht aus wie so ein kleiner, als wenn die auf so einem dem Berg da Wein anbauen. Das ist deren Hobby, so die machen Riesling. Weil sie Riesen sind. Ach, 33.000, schmeiß die von der Autobahnbrücke, die brauchen wir gar nicht, die Seelen. Und wir wussten so, okay, wir werden eine Folge ohne Progress senden, da werden die Leute schon wieder über unseren Skill lästern. Aber bei der nächsten. Oh, ihr habt doch jetzt schon so viel gespielt, ihr spielt für die letzten vollen Nooms, ihr seid. Einige sagen, wir sind gar nicht so schlecht. Meine Mutter zum Beispiel. Deine Mutter. Ich wäre gar nicht so schlecht. Deine Mutter sagt mir was anderes. Deine Mutter sagt dir, du bist nicht schlecht im Bett? What? Doch, ey, kann das sein, dass sie das schon gelevelt hatten und einfach zu dumm zum Scheißen sind? Das ist immer eine Möglichkeit. Also ich würde gerne mal den statt Feuerball nehmen. Feuer. Ach so, warte, ich muss erst mal eins rausnehmen. Dein Gedächtnis reicht nicht aus, das kenne ich. Die Fehlermeldung. Guck mich nicht so an, das macht mich wahnsinnig. Ich nehme jetzt das. Nils, wir haben eigentlich ist die Sendung zu Ende. Ja, lass sie doch. Wir stehen kurz vorm Endgegner und du gehst allen Ernstes 10 Minuten lang die Ringe durch. Mach's doch wie ich. Nimm aus Verlegenheit irgendeinen und lass mir später erzählen, dass der Quatsch war. Vorsicht, du bist getötet gleich. Geh mal raus da. Ah! Ich dachte, du verarschst mich, aber du hast recht. Du bist stark wie eine Scheibe Mortadella. Alter Mönch, du hast vielleicht dein Leben lang meditiert. Doch Feuer ist dir immer noch dein Feind! Das war der letzte, so macht mir das keinen Spaß. Nach 58 Stunden Demon's Souls mit euch höre ich jetzt auf zu gucken, weil ihr den so lame gemacht habt. Aber ja, natürlich wissen wir das nicht, weil wir ja blind spielen. Das war der Deal, als wir nicht blind gespielt haben, habt ihr gesagt, ey, seid ihr doof, spielt doch blind. Jetzt spielen wir blind und dann sagt ihr, ey, seid ihr doof. Wisst ihr das denn jetzt nicht? Ja, der dreckige Drecksumpf. Sumpf, ey. Wollte den doch der Trump schon längst trockengelegt haben. Ja. Was ist denn aus diesem Wahlversprechen geworden? Das steht unter Naturschutz, weil da wohnen die Sümpfe. Das sind so grüne kleine Gnome mit so kleinen Hüten auf. Und Papa-Sumpf ist der älteste. Ja. Dann gibt es noch Sumpfine. Das ist der einzige. Das sind so kleine, degenerierte, inzestiöse kleine Gnome. Hat ihr ein bisschen wehgetan. Sag mal, wie geil wäre das denn jetzt? Töte sie mit Bogen! Nimm das! Schön feige von oben abgebogt. Irgendwas muss da noch irgendwie. Nein, Haken muss nein, da nein, kommen. Das ist richtig so. Das ist die fairste Methode. So ist Skill. Hör auf, heul nicht rum. Hättest dich ja woanders hinhocken können. Oh shit, die kann sich halten. Guck mal, lass Gnade. Nein, keine Gnade. Und so, das ist schon. Mehr töten noch. Du tötest nicht schnell genug. Ja, sie heilen ja. Sich. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Pfeile. Obwohl doch, wir haben so viele Pfeile, wir machen die alle. Stier! Das geht ja auch nicht. Ja! Yes! Wir sind die Längsten! Ja! Wir sind die allerletzten! Die Lame Brothers! Mann, sind wir scheiße! Yes! Voll mies! Ja! Aber effizient! Pro-Gaming! 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 Das ist die perfekte Lösung. Das ist der perfekte Tag. Wieso hast du das denn überlebt? Was ist das für eine Frage? Weil ich super gut bin. Ich habe irgendwas gegessen, was ich nicht essen wollte. Scheiß auf diesen Lurch, ey. Ich habe irgendwas gegessen. Hallo, Notruf. Ich weiß nicht mehr. Da stand frisches Gewürz drauf. So eine Ironie, ne? Dass der Ring der großen Schwerke zu schwer ist zum Tragen. Hast du es gerade gesehen? Was denn? Dass ich hier fast... Oh. Ah, nee. Nee, Alter. Ist mir nicht mal aufgefallen. Alter, erzähl mir aber wirklich, hast du noch irgendwo so kleine Luftpolsterfolie, in die du dich einwickeln kannst, oder? Ja, ich verstehe das. Man muss halt ständig ins Menü, man könnte sagen menütlich. Das hast du jetzt nur wegen dem Gag gesagt, exakt, ne? Ja. Das hätte jetzt auch alles andere sein können. Ja, aber das war der Gag halt. Das ist ja ein Entertainment-Sendung. Das ist ein schöner Gag gewesen. Wir wollen doch nur farmen. Wir tun noch nichts. Ach Gott, es kotzt mich echt an. Es kotzt mich so an. Es steht mir bis hier dieses dreckige Fickspiel aus der Scheißhölle. Du musst weiter weg von ihm. Ja.
Das ist das Gegenteil davon. Ja. Und da unten muss mal einer ans Telefon gehen. Die ganze Zeit geht hier so ein Telefon. Ich denke immer, es wäre im Spiel. Teufel ruft an. So, wo ist der Ninja? Kommst du jetzt mal her, bitte? Kann ich den ganzen Tag warten? Oh, ein Ninja! Er muss so gut sein. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Null. Null Seelen. Seelenlos. Seelen. Und so weiter. Hallo. Hallo, Herr Ritter. Guten Tag. Kommen Sie bitte wieder. Sie kennen mich aus Kämpfen wie gerade eben. Oder den davor. Das war schon gut. Du machst spannend. Ich meine, wir alle haben das tausendmal gesehen. Da kann man ein bisschen Abwechslung, kann ich schauen. Tausendmal ist nichts passiert. Geschehen. Geschehen? Tausend und eine Nacht. Und dann hat's Boom gemacht. Weil ich einfach auch den Schnellen hätte machen können. Ich bin irgendwie so geeicht auf den Dicken, weil er halt der dicke Schlag ist. Ja, so, der ist halt dicker als der Dünne. Dicke ist auch so schön dick. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Für eine Sekunde habe ich gerade gedacht, dass ich statt Essen jetzt wieder die Tür aufgemacht hätte. Das wäre perfekt gewesen. Das wäre sehr schön gewesen. Ich komme immer so einen halben Meter weiter, ja, mache einen neuen Fehler, der noch nie passiert ist. Ah, dann müssen wir es nochmal versuchen, aber es wird ja nicht nötig sein. Nein! Siehst du? Wie egal, wer das ist. Vor deinen Augen esse ich das. Entweder wir sind jetzt hier beide am Ende mit diesem Scheißspiel oder der Hund muss dran glauben. Ich bin auch so jung. Nein! keine wirkliche Hindernisse mehr. Aber wie viele Leute können das? Wie so ein Clown-Auto, ne? Wie viele Leute? Was soll das? Also, sie hört nicht auf. Jetzt kommt auch der Bulli raus, sag mal. Der ist ja nie hier. Was macht er denn hier vor sich? Das sind gerade 12 Leute oder so aus dem Raum hinten raus. Das ist ja so lächerlich. Bulli, was ist mit dir? Komm, setz dich mal hin jetzt. Komm, doch. Bulli, jetzt komm. Bulli. Dem Bulli ist die Community ja so egal. Hier, Bulli, bleib mal ein Leben jetzt. Das dauert 10 Sekunden. So, warte. Ich hab was. Du sollst nicht spielen. Du sollst nicht spielen. Hast du gedacht, wir lassen dich spielen? Ja, das ist ja süß. Also, ich versuch mal was. Hier ist doch überall Tee! Oh nein! Und mein Joghurtsaft hier! Wie heißt das? Apropos. Was machst du denn da, ihr Bullimann? Und völlig verlassen und einsam an der Bushaltestelle auf dem Sitzplatz, wo die dicken Hintern der Wartenden normalerweise sitzen, lagen zwei frisch geschmierte Butterbrezeln. Seitdem du keine Butterbrezeln mehr dabei hast, will ich dir jedes Mal eine mitbringen. Oh, ist das und denk süß mir, ja, aber es ist so wie wenn man sagt, man geht zum Sport. Ne? Du kriegst schon die Endorphinausschüttung und die Belohnung, obwohl du noch gar nichts hast. Gott, bin ich ein guter Freund, ne? Ja. Nur durch den Gedanken. Und dann habe ich extra, nachdem ich diese Butterbrezeln gesehen habe, habe ich dir eine Brezel geholt. Aber das ist nicht die von der Bushaltestelle, oder? Nein, nein. Ey, einen kurzen Moment dachte ich, wie geil wäre es, wenn ich die mitbringe. Und er freut sich noch voll und isst die. Und dann ich lache ihn das und er ist tot, wie wir alle lachen würden. Es geht exakt so los wie das letzte Mal, aber das ist egal. Nein, letztes Mal waren wir noch schlechter, Mann. Weil diesmal haben wir Zeit mitgebracht. Wir können auch zwischendurch mal sagen, wir gehen mal raus und verprügeln die Kinder auf dem Schulhof. Das war letztes Mal mein Plan. Ja. Wir leider nicht durchgeführt. Weil wir keine Zeit hatten. Oh, nice. Zwei mit einem Hieb. Der kam dir direkt in die Scheide reingesprungen. Also, ja, es ist, klingt einfach saulustig. Was soll ich sagen? Ich bin gedanklich eben noch 17. Start spreading the news. Ich komm jetzt nach Hus. Alter, ungefilterter Humor. Ich war auch in der Rolle gerade. Hast du es gesehen, wie ich in der Rolle war? Ich war voll in der Rolle. Das war schon Method Acting, so sehr war ich in der Rolle. Ich will mich einrollen und in meine Mutter zurück. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Verprügel meinen Sohn nachher, wenn ich nach Hause komme. Der macht das echt jedes Mal. Und jetzt darf man ihn nicht hauen, weil er liegt. Fair Play! Für einen Assassin, den hinterfotzigsten Charakter, den es überhaupt nur geben kann. Für den gibt's Fair Play, oder was? Ja! Der hat einmal erwischt und ich meine, das ist ja nun mal das Scheißspiel. Ein Schlag von dem Typen reicht, ein Schlag von jedem reicht. Der reicht, weiß ich nicht, zu heftiger Regen. Im Regen rausgegangen, kein Schirm. Das macht mich wahnsinnig, das Spiel. Da ist noch Pfand drauf, Simon. Dann wird schon einer von unseren Mitarbeitern einsammeln. Komm, wie soll ich das? Zum singenden Lied auf den Lippen kommen so sechs kleine Praktikanten und tragen es weg. Ist mir egal! Colin, du Schwein! Du hast uns die Scheiße eingebrockt! Seid ihr durch, oder was? Tritt ihn mit der... Hau ihn mit der Lampe! Er kann nicht entkommen, weil du die Tür zugemacht hast. Ja, gut! Aber jetzt reiß ihm die Niere raus! Oh,
Echt der Budi, ne? Lass mich raten, du hast keine Zeit, Budi. Mal allein, du musst Business machen. Wie viele Tassen, ne? Der Leadership lernen. In der Hand hat. Warum klatscht warum ihr denn eigentlich jetzt? Warum seid ihr da alle den ganzen Tag hier? Warum geht ihr nicht weg? Jetzt kommt ein Hund original noch raus. Wie kann der Hund die Tür aufmachen? Ey, ganz ehrlich, wenn hier noch einmal einer durch. Ich geh jetzt mal rüber. Guck mal, wer noch da. Recht in die Kniescheiben. Regie, ich will jetzt nicht pingelig werden, aber ihr habt diese Uhr und die tickt auf eine ganz andere Art runter als sonst. Die ist super, super nervig. Und das habe ich die ganze Zeit peripher in meinem Blickfeld. Vielleicht kann man das auch ändern. Und dann hätte ich noch gerne jemanden, der mich massiert. Müssen wir halt dran. Wünschelbrezel gebaut. Wenn's für die zu Skill. Wenn Skill sieht, dann schlägt's aus. Falsch. Anderer Flügel. Das sei doch mal nicht so gemein zu mir, Nils. Ne? Ich bin aber. Ist auch für mich die sechste Stunde. Nee, Mann, cheesiger als cheesig geht sowieso nicht. Wir sind der Superlativ der Cheesigkeit. Und dann lasse ich mir nicht von irgendeinem Doofkopf in den Comments sagen, dass wir die Giftfolge nicht ausprobieren dürfen. Ja. Die ganze Level-Scheiße kann mir gestohlen bleiben. Level up, level down. Level up, level down. And make you happy. Rennen! Alter, du hast ihn wirklich fast gehabt. Du hast original den Monitor kaputt geschlagen. Ich wollte wirklich an dem Ding vorbei. Und ja. Ich wollte nicht auf den Monitor schlagen. Der Monitor ist kaputt. Der Monitor ist kaputt, ist korrekt. Aber es ist nur so eine kleine Ecke. War keine Absicht. Shit! Na, das werden die mir wieder vorhalten. Kann man da nicht drücken? So eine Scheiße. Es ist ein Loch im Monitor. Ich wollte ohne Scheiß einfach nur cool das Ding einfach gegen die Wand da werfen. Ich habe einfach nicht gut gezielt. Ich möchte noch mal hinzufügen, dass das alles nicht passiert wäre, wenn der Ede nicht so ein Twitter-Junkie wäre. So ein klickgeiles, likegeiles Retweet-Luder. Ey, sag mal, kann ich dich mal was fragen? Von allen Spielen, die wir... Hasse ich Ede am meisten. Ja, ich bin richtig... Ich bin gebrochen. Das ist vorbei, so. Ich rede dich durchgenudelt einfach. Das Spiel hat mich richtig durchgenudelt, hat mich richtig genommen, ey. Das hat mich richtig genommen, zu einer Bitch gemacht. Das hat vorher nicht gefragt und es hat seine Freunde mitgebracht. Hat mich genommen und zu seiner Bitch gemacht. Oh, weißt du, was das Dümmste ist? Eddie. Er ist so ein Arschmadengesicht einfach. Unfassbar, Mann. Ich sage Arschmaden, Rattengesicht. Ich sage Arschmaden, Rattengesicht. King Allen Bitch! Oh, cool, lauf doch durch. Oh, Colin, na, Mann. Kein Problem, ne, Colin. Was ist denn? Immer noch. Willst du es halt mal doch, probieren? Bitte jetzt mal. Lass dich doch mal, probier's doch einmal. Ja, Colin, mach's doch einfach mal. Nee, ich meine, wenn du es jetzt schaffst, wär's für alle Beteiligten unangenehm. Ja. Nein, im Gegenteil, ich würd's feiern. Wir haben schon eben drüber geredet, wir würden King Allens Docht lutschen. Wenn er uns dafür, wir machen alles. Wir werden ihn heute mit Wahrscheinlichkeit, die wir noch ausrechnen müssen, zumindest tödlich verwunden. Das ist jetzt Simon, der spielt. Sicher? Ja, also eben, warum? Der Anfang war ich mit diesen Seelensuchpfeilen, das war ich. Aber jetzt bist du das und da hast du gesagt, ey komm Nils, wir kloppen jetzt den roten Ritter tot, ich hab keinen Bock mehr. Und dann hast du dich im Kampf gestellt. Ja. Und das einkassiert und jetzt sagt er sich, ups, jetzt laufe ich wieder weg. Ja. Da bin ich beim Boss und versuche ihn mit 1000 Pfeilen platt zu machen. Und irgendwann bewegt er sich und guck mal, jetzt mache ich 15 Schaden, ne? Und gleich und dann bewegt er sich und später macht ich irgendwie nur noch 2 Schaden und danach nur noch, da. Ja, 12, 10, ja, wie unfair, weil er sich weiter nach hinten bewegt. Ja. Spätestens jetzt müsste was passieren. Da treffen wir ihn schon. Haben wir ihn getroffen. Und jetzt haben wir gewusst, alles klar, so legen wir dich, du Hund. Und das hat eine Weile gedauert. Und dann wir haben sogar ein kleines Almost Daily gemacht währenddessen, weil es hat wirklich 20 Minuten gedauert. Wir haben ein Almost Daily eingeschoben, ich schwör's euch. Wir haben die ganze Zeit Giftwolken gecastet und haben eine Stunde lang ein Almost Daily gemacht. Das war ein sehr, sehr gutes Almost Daily und es ist jetzt komplett weg. Da geht er down! Da habe ich noch meinen Seelenpfeil noch genommen, so, falls er noch mal aufsteht. Und bis zum Ende wusste er nicht. Warum? Ja. Von wem? Wieso bin ich Was ist passiert? Warum bin ich plötzlich tot? Ich spann kurz noch den Hahn. Bis dann!